Fischer Brömel. Ja, es war auf jeden Fall ein geiles Spiel. Die Stimmung war wie immer unglaublich. Es wünscht sich natürlich jeder so ein Spiel. Ich glaube, die Fans, wir als Team, in 5:0, damit kann jeder gut heimfahren. Ja, es war gut, nachdem mein eigentliches Debüt in Nürnberg ja ein bisschen unglücklich ausgefallen ist. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich von Beginn an mal ran durfte und das natürlich dann so gut verlaufen ist. Ja, für mich ist es extrem wichtig. Keiner hat Lust, irgendwie vor leeren Rängen zu spielen. Und die Mannschaften, die hier an die alte Försterei herkommen, die haben natürlich erstmal richtig Respekt vor der ganzen Kulisse und uns als Mannschaft reicht das extrem voran. Lieblingsmitspieler, ja, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich komme eigentlich mit allen relativ gut aus. Mit Peter Kurzweg verstehe ich mich aber auch extrem gut. Erzgebirge Aue ist ein unangenehmer Gegner, die jetzt in den letzten Wochen auch gewonnen haben und somit Selbstvertrauen getankt haben, wie wir auch. Nichtsdestotrotz fahren wir dahin, um zu gewinnen. Ich sage, wir gewinnen 2:0.